い、皆さんこんにちは、りなです。今日は私の両親に子供についてインタビューをしたいと思います。私とタカが今子供について考えてるので、それについてとか私の子供の頃についてとかいろいろ聞きたいと思います。Also ist gut. Also, es geht um Kinder. Darüber natürlich auch, dass wir vielleicht irgendwann mal Kinder haben wollen. Aber zuerst mal die Frage, so wie das eure Erfahrung war, Kinder zu kriegen oder insbesondere mich zu kriegen. Mhm. Dann wäre jetzt die erste Frage, wie alt wart ihr denn, als ihr Kinder gekriegt habt? Also den Alan und dann mich. 1990 war ich wie alt? Du warst 25. 25. Das erste Kind mit 25. Ja, genau. Und dann zwei Jahre später mit 27 mich. Mhm. Und du warst 7 Jahre älter, also warst du 32 und 34. Mhm. Okay, ich bin jetzt 30. Wenn wir dann irgendwann doch in den nächsten 2 Jahren oder sowas ein Kind haben, dann wären wir ungefähr so alt wie der Papa war zu der Zeit. Ja. Ist in Ordnung. Okay. Ist in Ordnung, ja, okay. Heutzutage ist das okay. Was war ich denn für ein Kind? Ein liebes Kind, ein unauffälliges liebes Kind. Und selbst als ich geboren war oder ganz klein war? Ja. Eigentlich immer. Habe ich gut geschlafen? Ja. Du warst problemlos. Du warst auch sehr unaufgeregt. Hm. Also du selbst. Okay. Ich kann mich erinnern, du und der Alan, ihr hattet beide Pseudogrupp, was so eine Hustenkrankheit ist. Mhm. Und du bist irgendwann nachts, also du warst ganz klein, du konntest laufen, du warst vielleicht, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahre alt. Bist du dann aus deinem Bett geklettert, bist zu uns ins Schlafzimmer gekommen, hast gesagt, ich hab so Husten. Oh. Ja, dann habe ich dich ins Bett geholt, hab dich auf meinen Bauch gelegt. Und dann bist du wieder eingeschlafen und irgendwann hast du gesagt, okay, das ist jetzt genug. Und bist wieder gegangen. So meint es heute auch noch. So. Ja. Ja. Was genug. Ja. Genau, und ein anderes Mal haben wir dich besucht, da warst du weg, warst du auch irgendwo zwischen 2 und 3 oder so, oder vielleicht sogar jünger, ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir dich gesucht, du warst nirgends zu finden. Bis wir auf die Idee kamen, mal im Bett nachzugucken. Du hast dich also unterm Tag, selber, weil du wohl müde warst, andere Kinder quengeln rum und machen sonst irgendwas. Wollen nicht schlafen. Genau. Und du bist einfach ins Bett gegangen und hast gepennt. Sehr schön. Mhm. Mache ich heute auch noch so. Ja. Hat sich nichts verändert. Nein. Das ist gut. So, und ich und der Alan, wir waren unterschiedlich, oder? Komplett. Unterschiedlicher geht's nicht. Mhm. Also ein stilles Kind und ein lautes Kind. Nein, du warst nicht still. Also das kann man nicht sagen. Du warst sehr aufgeweckt, aber wie gesagt, ein eher ruhiges Kind. Du hast genauso viel rumgetobt, sag ich mal, wie andere Kinder auch. Nur der Alan ist die Ausnahme. Also, ja, mein. War ich schnell mit Laufen anfangen und Sprechen anfangen? Sehr schnell, ja. Wie schnell? Ja, mit einem Jahr bist du, mit 10 Monaten bist du schon gelaufen. Mhm. Okay, das ist echt, glaube ich, ganz schnell. Das ist sehr früh, ja. Sprechen auch ziemlich früh. Was war mein erstes Wort? Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, Mama, Papa, Schokolade. Wir haben Mama, Papa, Schokolade ist ja gute Reihenfolge. Nee, wir haben irgendwo noch irgendwelche Kassetten irgendwo, wo ihr sprecht. Oh. Als Kinder, aber wir haben halt nicht die entsprechenden... Also ich und der Taka, wir überlegen ja vielleicht unter Umständen... Nicht unter Umständen, ganz sicher. Vielleicht unter Umständen Kinder zu haben. Was haltet ihr davon? Super, wir freuen uns. Aber letztendlich müsst ihr das selber entscheiden. Ja, genau. Aha, aber das müssen wir letztendlich selber entscheiden. Ja. Wir hätten sehr, sehr gerne Enkel. Ganz klar. Aha. Ja. Wenn wir Kinder kriegen, im Moment wohnen wir ja in Japan. Ja. Aha. Ja. Dann wären die ja relativ weit weg auch. Ja, leider. Das ist ein Problem, ja. Wie würdet ihr dieses Problem lösen? Indem du herkommst.
Und wir auch zu euch. Okay. Genau, so wie die. Für längere Zeit. So wie die japanischen Frauen zu ihren zu ihren Eltern gehen, könnte diese Tochter ja auch zu ihren Eltern gehen. Und den Taka lasse ich alleine in Japan zurück. Ja, der muss ja arbeiten. Oh, der muss das Geld verdienen, genau. Würde ja gerne mein Kind auch mehrsprachig aufziehen. Das wäre schön. Aber dafür muss der Taka noch ein bisschen mehr Deutsch lernen. Das stimmt, ja. Taka, Deutsch lernen und sprechen mit der Lena, verspreche es. Ja, kommst du. Was hat er gesagt? Er verspricht es. Er hat sich versprochen. Zu Hause mit Lena jeden Tag üben, sprechen. Üben, sprechen. Ja. Ich rufe dich jeden Abend an. Und was? Du kannst jeden Tag die Tagesschau angucken. Und dann musst du mir erklären, was es für Nachrichten in Deutschland gibt. Sorry. Sind nur 15 Minuten. Meine Tijugofen. Und dann halt eben Kind mit Japanisch und Deutsch zweisprachig aufziehen. Die Großeltern kommen nach Japan auch öfter und länger, weil sie ja dann in Rente sind. Inge, ihr seid auch nicht so begeistert. Doch. Es ist schon klar, aber es ist natürlich trotz allem ja organisatorischer Aufwand, weil ich muss ja dann hier das Haus irgendwie sichern, absichern, bla bla bla. Ich brauche jemanden, der aufpasst und gießt und für längere Zeit ist halt ein Spießchen. Dann können wir das auch machen. Ja. Aber wir wollen ja nicht nur dich besuchen, wir wollen auch die Welt besuchen. Aber man kann es ja kombinieren. Da macht man erstmal Urlaub da und dann kommt man dich besuchen anschließend. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, genau. Heutzutage gibt es ja auch Skype und Videochats und all die ganzen anderen Sachen, dass man die Kinder vielleicht auch so irgendwie aufwachsen sieht. Ja, genau. Da freuen wir uns, dass das auch so geht. Ich bin mir ja noch nicht so ganz sicher, wie das mit dem Kinderaufziehen wird, weil das Schulsystem zum Beispiel ja ganz anders ist in Deutschland und in Japan. Wie? Was ist da anders? Ja, wie jetzt? Ja, die Japaner, die machen mehr in Richtung auswendig lernen und lernen nur für Prüfungen als lernen fürs Leben. Das ist doch hier auch. Nee, das ist anders. Ich habe das von mir aus gemacht. Das ist super. Und außerdem kosten ja die Universitäten dort viel Geld und hier sind sie ja kostenlos und solche Sachen. Oh, das ist ein Riesenansporn, um dem Kind Deutsch beizubringen. Genau, richtig. Muss er hier studieren. Weil selbst er? Oder ach, sie? Du hast schon sie beschlossen, dass oder es ein sie Junge wäre. Nein, oder sie. Was hättest du denn gerne? Ein Mädchen. Egal. Was Hauptsache Nettes. Gesund. Was Nettes. Hauptsache gesund. Das ist das Wichtigste. Genau. Dass alles dran ist. Wenn es so einen riesigen Kopf kriegt wie der Taka. Was? Taka mit deiner dicken Atama und Undara. Er meint immer, sein Kopf ist groß, weil er so intelligent ist. Oh! Er ist so intelligent, weil sein Kopf so groß ist. Auch das. Wenn ihr dann nach Japan kommt, um uns zu besuchen und die Enkelkinder zu besuchen, ja? Was möchtet ihr denn in Japan machen? Oh, alles? Alles, was wir in Deutschland noch nie gemacht haben, nämlich. Ja, alles ansehen, was du wo du schon Ausflüge gemacht hast, und das wollen wir alles angucken. Mhm. Weil es sieht alles super schön aus und die Onsen sehen toll aus. Ja, Und das Essen sieht toll aus. Und das Essen sieht super lecker aus. So wie das wunderschöne Wagyu, was wir gegessen haben in dem Video. Ja, genau. Super. Die ganzen Tempel, die sind so alle wunderschön. Und ganz Japan ist schön anzuschauen scheinbar. Ja, ich mache mir nur Sorgen, dass es das vielleicht alles nicht so einfach ist mit Kindern. Ja. Nein. Doch. Nein, wir haben euch überall mit hingeschleift. Ihr seid mit hingeschleift. Ja. Ist auch. Im Kinderwagen, auf dem Schlitten, zu Fuß, genau. In der Kraxe, egal. Aha. Ihr wart wir sind viel unterwegs gewesen mit euch. Und selbst wenn wir irgendwo, zum Beispiel auf Silvester irgendwo eingeladen waren, da wart ihr beide auch ziemlich pflegeleicht, im Gegensatz zu anderen Kindern, weil euch hat man einfach auf die Bank gelegt,
Wenn ihr müde seid, da könnt ihr schlafen. Oder wir haben so ein Reisebett. Das kann ich auch immer noch überall schlafen. Wir haben ein Reisebett ja immer mitgenommen und dann wart ihr da drin und habt geschlafen. Okay. Ich kann mich nur erinnern, dass es immer so ein Aufwand war, zu den Großeltern zu fahren. Also zur Oma und zur Opa. Und es sind ja nur 3 Stunden von hier ungefähr. Ja, du musst halt an vieles denken. Ja, Windeln, Bett. Du musst halt alles mitnehmen, was das Kind braucht und was es dort nicht gibt. Und Spielzeug und so Sachen. Aber so aufwendig war es jetzt auch nicht. Und ihr wart euch immer sicher, dass ihr Kinder wollt? Ja. So auf jeden Fall. Von Anfang an. Ja. Schau, das ist halt schwierig. Also wir überlegen uns das, ne? Nein, das gibt nichts zu überlegen. Ach, das muss gut wohl überlegt sein. Mhm. Der Taka muss ein guter Vater sein. Mhm. Und ja, viel. Definitiv. Sehr viel gut. Mit den Kindern spazieren gehen. Ja, spazieren gehen, Taka. Ja. Viel mit den Kindern spielen. Ja, genau. Ja. Draußen. Genau. Draußen. Genau. Ja. Snowboard. Oder Snowboard. Auch wenn sie dann wenn sie größer sind. Wenn sie 6, 7 sind, haben wir den. Wir waren Skifahren. Ja. Lena und Alan auch. Skifahren. Beibringen lassen. Skifahren. Mhm. Oder schwimmen gehen. Schwimmen? Ja. Ganz wichtig. I'm very good at swimming. Ja, sehr gut. Wenn der Taka alles mitmacht, ist es in Ordnung. Taka darf auch viel zahlen dann, weil es ist alles teuer mit Kindern. Kinder sind teuer. Fahren, Fußball spielen. No problem. Kein Problem. Mhm. Fußball spielen. Mhm. Und so. Baseball. Okay, ja. Baseball, ja, genau. Also dann ist alles okay. Mhm. Mhm. Außerdem hast du ja nette Schwiegereltern, ja, die bestimmt auch gerne auf die Enkel aufpassen werden, oder? Ja. みんなの両親そうじゃない。孫が生まれたら喜ぶでしょ。みんな面倒見たいでしょ。 Gibt das Kind einen Integralhelm aufgesetzt? Kohelmet. Ihr seid auch gestolpert und gefallen. Also. テーブルの角につけるやつとかあるよね。ああ、いやいや。子供用に。Es gibt auch so Sachen, die man so an die Kanten ja, von den Tischen und sowas ja. Oder in die Steckdosen. Ah, das, ja, kann man, das kann man alles zu Hause. Oder auch mal diese Schubladen-Kindersicherung. Gibt's alles. Das mittlerweile. Ja. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Nein. Also wir unterstützen dich. Ihr habt nie in eine Steckdose gelangt. Weil wir nicht blöd waren. Im Gegensatz zu meiner Schwester. Oh Gott. Ja. Mit der Haarnadel. Mit der Haarnadel, sehr schön. Ja. Also wir hoffen, dass ihr bald Kinder kriegt. Mhm. Wir würden uns sehr freuen. Jetzt müssen wir erstmal heiraten. Ihr seid doch schon verheiratet. Ja, nochmal eine Hochzeitfeier. Ja, das schon, ja. Dann können wir über Kinder nachdenken. Ja, dann könnt ihr loslegen. So. Okay. じゃあ、ここでこの動画を終わりにします。楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。